So, heute mal ein Video zum Thema WLAN-Sicherheit und mit einem Problem, das sich irgendwie noch nicht so herumgesprochen ist, was aber ein Riesenproblem ist. Also für mich nicht, aber wahrscheinlich eher dann für euch. Und zwar hat das mit der Verschlüsselung von eurem WLAN-Netzwerk zu tun. Und um das zu erläutern, warum das nicht unwichtig ist, gehen wir mal kurz in der Geschichte zurück. Also als WLAN als eingeführt wurde, hat man sich auf den Standard für die Verschlüsselung WEP geeinigt, Wired Equivalent Protection. Also man hat sich anscheinend vorgestellt, die Sicherheit wäre so groß, wie wenn man das Kabel benutzt. Das hat nicht lange gehalten, das war schnell geknackt wegen Implementierungsfehlern. Und man kann halt eben so ein WEP-Netzwerk eigentlich innerhalb von 10 Minuten oder maximal einer halben Stunde knacken. Na, dann den WEP-Schlüssel und kann dann beim Nachbarn mitsurfen und auch dem seinen Netzwerkverkehr mitschneiden. Je nachdem, was man halt drauf hat. So, dann gibt's noch, ja, und als man halt gemerkt hat, dass das unsicher ist, hat man WPA eingeführt. Das war ein bisschen hektisch eingeführt, weil der Standard eigentlich noch nicht ausgereift war. Der war dann erst eigentlich mit WPA 2 fertig. Diese beiden Verschlüsselungsmechanismen, die gelten bis heute als ungeknackt. Es gibt zwar Möglichkeiten, dran zu kommen an den Schlüssel, aber wenn man ein gutes Passwort wählt, also kein logisches Passwort nimmt, dann hat man da eigentlich nichts zu befürchten. Nicht logisch heißt zum Beispiel kein Datum, kein Name oder kein logisches Wort. Und man soll das Passwort verknüpfen mit Sonderzeichen und Zahlen und Buchstaben mixen. So, jetzt hat man WPA 2 gehabt, sicheres Verschlüsselungsverfahren, hätte man ja denken können, Welt ist in Ordnung. Können es jetzt so lassen, aber nein, die Technikhersteller, die haben immer die besten Ideen, die haben dann irgendwie gedacht, naja, unsere Kunden, die sind so blöd, die können sich diese ganzen langen Passwörter, die man halt bei WPA 2 braucht, oder diese komplizierten Passwörter nicht merken. Da führen wir doch jetzt mal was anderes ein und haben WPS eingeführt, Wireless Protected Setup. Und der Kern dieses Systems ist eben, dass man eine PIN hat, die 8 Stellen lang ist, die ist im Router gespeichert, meistens auch hinten nochmal abgedruckt. Und da gibt es dann halt eben verschiedene Übertragungswege, wie man die auf den Computer bekommt. Entweder man liest sie hinten ab und gibt sie ein. Oder man kann sie mit dem USB-Stick zum Computer bringen. Dann gibt es noch die Push-Button-Methode. Da kann man einfach auf so ein Knöpfchen am Router drücken. Und dann verbindet sich der Laptop automatisch, wenn der in der Nähe des Routers steht. So viel dazu. Und ja, die ist eben 8-stellig und besteht nur aus Zahlen. Und nennt sich eben PIN. Und ich habe jetzt mal hier beispielhaft die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingeschrieben. Das wäre also die Länge von so einer Zahl. Jetzt gab es aber da natürlich auch wieder Implementierungsfehler. Und jetzt muss man natürlich damit rechnen, dass man so eine Zahl ja raten kann. Und da gibt es eine bestimmte Anzahl Versuche für. Ein Computer kann natürlich, das nennt sich dann Brute Force Attacke, kann mehrere Passwörter pro Sekunde raten. Und deshalb ist es schon wichtig, dass eben so ein Passwort sehr komplex ist oder sehr lang oder also aus sehr vielen verschiedenen Zeichen bestehend, dass es eben nicht möglich ist, in der kurzen Zeit so ein Passwort zu erraten. Nur jetzt ist es halt, wie gesagt, so, dass es bei WPS Implementierungsfehler gab und man braucht nur 11.000 Versuche und man hat mit hundertprozentiger Sicherheit diese PIN herausgefunden. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass man ja statistisch nach der Hälfte der Zeit schon mal eine gute Chance hat, die PIN zu haben, reduziert sich das Ganze nur noch auf 5.500 Versuche. Also, dass man 11.000 Versuche braucht, ist eh sowieso unwahrscheinlich. Es würde dann heißen, dass quasi an letzter Stelle die PIN ist, die da ja, geraten werden soll. Oder als letztes wird die quasi geraten. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also, man wird es deutlich früher wahrscheinlich rausgefunden haben. Und das hat es eben ermöglicht, innerhalb von maximal 4 oder andere sagen maximal 10 Stunden diese PIN herauszufinden. Ich habe es auch mit meinem Bruder im Praxistest versucht. Ja, also die Zeiten sind schon realistisch, wenn man direkt neben dran sitzt. Wenn er ein bisschen weiter weg ist und die Verbindung nicht so gut, dann dauert es natürlich länger. Also ist das schon mal eine große Sicherheitslücke. Und was halt auch noch passiert, wenn man die PIN herausgefunden hat, dann sieht man auch noch die Passwörter vom WPA-Schlüssel. Die hat man dann also auch noch. Das ist also ein sehr großes Problem, wenn man diese Technik eingeschaltet hat. Und um das mal zu verdeutlichen, wie der Unterschied ist, ich habe jetzt mal hier so, wie gesagt, diese WPS-PIN und mit 11.000 Mal raten hat man diese PIN auf jeden Fall rausgekriegt. Und wenn ich das jetzt auf WPA 2 übertrage und mal so ein WPA 2-Passwort hier habe, da habe ich also Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, also Zeichen und Kleinbuchstaben verwendet und da habe ich ungefähr 82 verschiedene Zeichen, aus denen jetzt das Passwort bestehen könnte. Also jede Stelle könnte jetzt aus
82 verschiedene, also da gäbe es 82 Möglichkeiten, was da für ein Zeichen steht, weil ich ja eben diese große Bandbreite an Zeichen genutzt habe. Und wenn ich jetzt dieses Passwort raten muss, müsste ich ja alle möglichen Kombinationen durchprobieren. Und die Anzahl der Kombinationen ist eben genau diese Zahl. Vorlesen kann ich sie euch leider nicht, weil ich auch nicht weiß, was das für eine Zahl ist. Vielleicht ist das die Summe, mit der Griechenland verschuldet ist. Also sehr, sehr viel. So viele Versuche, das ist nicht realistisch, dass das von einem Computer in einer moderaten Zeit erraten werden kann. Vor allem bei Rudern, dass sie nicht so viele Versuche pro Minute möglich oder pro Sekunde möglich. Ja, also so viel dazu. WPA ist wesentlich sicherer und jetzt, wenn ich das Passwort erhöhe, wird es natürlich, wird die Zahl immer größer. So, das war jetzt quasi die graue Theorie. Wie wir jetzt das deaktivieren können in unserem Router, schauen wir uns jetzt mal an. Dazu müssen wir die Router-IP wissen. Die steht meistens hinten drauf oder im Handbuch. Wenn sie da nicht steht, geht ihr einfach auf Netzwerkverbindungen oder Adaptereinstellungen, heißt es in Windows 7. Hier ein Doppelklick auf unsere LAN-Verbindung. Und ich glaube, hier hat man dann Windows 7 Details stehen, da draufklicken. Das machen wir jetzt hier, die Details. Hat man so ein ähnliches Fenster dann in Windows 7. Und was uns interessiert, sind diese zwei hier: Standard-Gateway und DHCP-Server. Und das ist in der Regel auch unser Router. Diese IP merken wir uns. Dann gehen wir in unseren Browser, geben diese IP hier oben ein. Und dann sollte sich das Webinterface des Routers öffnen. Ich muss mich hier einloggen. Passwort findet ihr im Handbuch, falls ihr es nicht umgestellt habt. Und komme jetzt hier auf das Interface, gehe hier oben auf Erweitert und auf der linken Seite Wi-Fi Protected Setup. Und hier sieht man also meine aktuelle PIN. Das ist genau so eine PIN, wie ich sie vorhin gezeigt habe. Die besteht aus 8 Stellen. Und hier habe ich die Möglichkeit, dieses Wi-Fi Protected Setup eben zu aktivieren oder zu deaktivieren. Es ist hier jetzt schon deaktiviert. Wenn es bei euch der Haken drin ist, den Haken rausnehmen, Einstellungen übernehmen. Das ist jetzt hier beispielhaft von einem D-Link-Router. Bei TP-Link heißt dieser Service, glaube ich, QSS. Also den müsst ihr auch deaktivieren, wenn ich das jetzt richtig weiß. Wenn ihr das deaktiviert habt, dann seid ihr erstmal aus dem Schneider. Natürlich vorausgesetzt, es hat vorher keiner geknackt, weil der hätte ja, wie gesagt, dann auch euer WPA2-Passwort. Also das vielleicht auch nochmal ändern, wenn es die ganze Zeit aktiv war und ihr vielleicht auch die Vermutung hattet, dass bei euch jemand mitsurft.